Es ist Tag 2. Kurz vor 7. Wir haben hier den Gravekeeper-Spieler, er steht 5-1-1. Und schläft in ganzer Ruhe. Dann haben wir da den Necro-Spieler. Kann ich nicht zeigen, wo er nackt ist. Aber er steht zu 2. Spielt Meta und ist testet und zieht und macht sich nervös, obwohl er Meta spielt. Und hier halt irgendeiner mit Tier 3. Schläft ganz ruhig, ohne Sorgen. Wie geht der richtig? Wir sind hier kurz vor Tag 2. Wir haben hier den leidenden Dennis von Team Ragnarok. Was? Weiß nicht, wer so. Ich hoffe mir wenig. Immer zu 2 steht. Er steht zu 1 mit einem Draw, mit Gravekeeper. Richtig krass. Ja, zu 2 habe ich. Naja, einmal verkackt habe ich und das andere Mal schlecht gespielt. Passiert. Wieso? Wieso leidest du so viel? Wieso leidest du immer so viel? Leider nicht, ich hab nur gesagt, wie steht. Und zwar, der steht zwar. Wie waren deine Matchups so? Gegen was hast du Tag 1 gespielt? Nur Meter. Gib mal einen kleinen Recap. 4 Shadow, ein Necros, ein Revenge und ein Clifford. Gegen was hast du verloren? Ein Necros und ein Shadow. Ansonsten, alles gut. Sogar gegen Josenju, dein ja. Erzfeind. Wer das Ding angeschaut hat, das DL-Turnier von Home, der weiß, was Sache ist. Ja. Aber so eigentlich ganz okay. Vielleicht finde ich die Matte, das ist mein Minimalziel. Nein, Tops ist dein Minimalziel. Ja, du oder so. Der, ich weiß nicht, ob der macht die Matte doch schon. Alter, echt jetzt? Ja, 128 Kriegen. Ich weiß nicht, aber ob das eine nach Kalle ist. Was die Matte? Und Höhen. Also, gibt's nur noch Tops für dich? Die Tops hast du jetzt im Visier. Ich brauch so nächstes Ziel. Ja, Mann. Okay. Schauen wir mal, was geht. Bin ich gespannt. Was ist der da? Okay. Gegen was hast du so gespielt, Bagger? Ich hab nur Beater von Sigma und Glam. 3 Settler. 3 Necros. IOA. Ich bin einzige Niederlage, zwei kleine Junge. Chang, bist du bereit? Ich bin bereit. Meine Fans, ich werde euch nicht enttäuschen. Ich werde alles zerstören heute. Und dann kriegt ihr mein Deck zu fallen. Peace.